Okay. Wie komme ich da ran? Okay, an die obersten komme ich nicht dran. Aber hier ist noch was. Und noch ein Spirell. Und da ist der Kelch. Der unheilige Gral. Naja, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt und wir sehen uns dann nächste Episode wieder, wenn es hoffentlich nur einfach ist. Nicht doppelt. Also, bis dahin. So, ich hatte schon wieder einen Aufhänger. Echt, in Zukunft muss ich wahrscheinlich die Ladezeiten rausschneiden. Oh je, jetzt kommen die Armeen der Untoten. Muss abwarten, abwarten und jetzt! Das war aber Dusel. Verdammt, was ist denn hier los? Meine Fresse. Ich kann nicht. Das ist noch ein Beutel. In dem Trank. So, jetzt muss ich mich zurückkämpfen. Jetzt beschwöre ich. Kein Mana mehr. Beschwöre ich erst noch. Okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich zurückkomme. Da geht's zurück. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Ha! Gerade noch so geschafft. Wo ist eigentlich da? Servushaus. Vielleicht finde ich irgendwo noch einen Untoten. Irgendwo muss noch einer rumlaufen. Die kriechen hier herum wie Sand am Meer. Yes! Und schon bin ich wieder voll. So. Und regenerieren nochmal erhöhen. Wartet mal, ich gehe mal noch zu meinem Ausbilder in die Arena. Ja, wieder mal auf die Wächterinsel. Oh, da ist ja Kenneth. Kenneth! Seid gegrüßt für einen weiteren Übungskampf. Wunderbar, keine Sorge. Ich versuche euch nicht zu machen. Gut, regenerieren auf 10. Ja. Dann will ich noch bla 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 Feuerwand auf 15. Und Heilung 15. Kann ich zwar auch noch machen, aber ist nicht nötig. Jedenfalls noch nicht. Jetzt sind hier noch Feuerball. Nee. Anscheinend, ich mache einfach mal Heilung 15. Ja. Gibt es jetzt noch was, was ich kaufen kann? Giftpfeile auf 10. Machen wir das auch mal noch. Ja. Blablabla. Na egal. Das reicht jetzt fürs Erste. Wieder raus.
Sieht so aus, als ob für unsere Fähigkeiten bei 15 wirklich das absolute oberste Level liegt. Zumindest vorläufig. Dich entlasse ich mal. Jetzt geben wir Nerikon mal dieses Ding, diesen Kelch. Doch nicht. Also ich kann es nicht so schnell beenden mit den Untoten. Okay, dann gehen wir aber mal zu Gulas Ausgrabungsstätte und tun den Kelch auf den Altar. Ohoho. Schwach. Jetzt! Ha! Mann, oh Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe. So. Auf diesem Altar liegen Dinge, die dem Volk lebt wohl. Auf diesem Altar liegen Dinge, die der Freund wieder da, wo er hingehört. Gut. Da haben wir einen Gegenstand also zurückgefunden. Zurückgefunden, zurückgebracht. Ja, ich beschwöre meine Kreatur wieder. Ich werde sicher froher sein, wenn ich sie habe, wie ich unglücklich sein werde, wenn ich sie nicht habe. Jo. Also, dann als nächstes zum Nekromanten. Manche von euch werden sich fragen, was passiert mit dem Kränennest drin. Haben Sie sich eure Bemühungen in diesem Sinne? Ja, ich werde Ihre Kränennest gleich versklaven. Einige solcher wählen die. Eine unglückliche Entscheidung, wenn ihr mich fragt. Aber so sei es. Ihr habt euch wohl. Irgendwie Tränk. Ja, Tränke. So. Und das Biest. Der Besitzer muss sehr alt sein. Dr. West, also von einer sehr seltenen Kreatur, die wahrscheinlich schon mehrere hundert Jahre alt ist. Aber warum sollte diese Kreatur Prostituierte ermorden? Das ist das eigentlich, was ich mich mehr frage. Warum sollte eine untote Kreatur Ihr wollt mehr über diese Runen erfahren, nicht wahr? Dabei handelt es sich um eine ungewöhnliche Variante des mittlerweile ausgestorbenen menschlichen Bärenzahnklans. Sie stellt eine Katze oder ein Kätzchen dar. Das ist eine altdrachische Rune. Ihr solltet das ja kennen, oder? Sie bedeutet Maxus.
Ah, das dürfte die Goblin-Rune des Rothammer-Stammes für Totem sein. Okay, jetzt geht's einfach mal von unten durch. Fünfte, vierte, dritte, jetzt die zweite und dann noch die erste. Dabei handelt es sich um eine ungewöhnliche Variante des mittlerweile ausgestorbenen menschlichen Bärenzahn-Clans. Sie stellt eine Katze oder ein Kätzchen dar. Eine Wache hat beobachtet, wie ein Mann die Runen erschaffen hat. Dabei hat er die seltsamsten Dinge von sich gegeben und das Ganze auch noch in Reim. Ach so. Die Gelehrten haben nicht lange gebraucht, um herauszufinden, mit wem wir es da zu tun hatten. Danach hat Deodatus jeden Kontakt zu den Runen untersagt. Natürlich, ihr seid ein Drachenritter und dürft tun, was ihr wollt. Warum sollte Belgar jetzt so plötzlich Runen erschaffen? Ich überfrag, Drachenritter. Belgars Wege sind unergründlich. Stimmt. Gibt es keinen Grund? Vielleicht will er etwas beschützen. Vielleicht können die Runen bewirken, dass es Schweine regnet bei diesem wahnsinnigen Weißmann. Wie kommt es, dass du viel über Runen wisst? Ich bin ein Historiker und Mitglied des Tanzenden Seepferdchens. Das ist ein Gesellschaftsclub. Ein Hort für die ewigen Studenten. Runen und ihre magischen Eigenschaften haben mich schon immer fasziniert. Daher weiß ich, was sie bedeuten. Doch in diesem Besuch. Ich bin nicht so verrückt, um mich in eine von Belgar. Ihr auch, Drachen. Gehen wir mal zum Rathaus. Ja, genau, zum Rathaus. Gehen wir mal zum Rathaus einfach. So. Wollen wir mal schauen. Ich mache mal hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Also, bis dahin.